So, dann herzlich willkommen. Guten Tag, mein Name ist Alexander Gorski. Ich darf Sie heute durch die Pressekonferenz führen. Es freut mich, dass doch noch ein paar Journalistinnen und Journalisten erschienen sind. Heute geht es um die Vorstellung einer Strafanzeige gegen Mitglieder der deutschen Bundesregierung wegen Beihilfe zum Genozid in Gaza. Die Veranstalterin dieser Pressekonferenz sind solidarische Anwältinnen und Anwälte, Betroffene, Aktivistinnen und speziell das European Legal Support Center, das Palestine Institute for Public Diplomacy, die Gruppe Law for Palestine. Und diese drei Gruppen zusammen haben die Justice and Accountability for Palestine Initiative gegründet, die auch Mitveranstalter der heutigen Pressekonferenz ist. Wir haben das Ganze hier einberufen, weil wir Öffentlichkeit erzeugen würden für einen rechtlichen Schritt, der heute in die Wege geleitet wurde, nämlich die Einreichung einer Strafanzeige beim Generalbundesanwalt. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, im Rahmen der Pressekonferenz die Details dieser Strafanzeige vorzustellen. Dann gibt es natürlich für Sie die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Ich werde jetzt ganz kurz auf Englisch was sagen, weil wir dann auch noch einen Teil in Englisch machen für das internationale Publikum. Hello to everyone. Thanks that you're joining us directly here or via the live stream. Today we're going to present a criminal complaint launched today against members of the German government for aiding and abetting genocide in Gaza. This press conference will be held in German. But after the German part, we will have a summary in English, and then there's also a possibility to ask a few questions in English. So, jetzt weiter auf Deutsch. Ich darf jetzt erstmal vorstellen, wer mit mir hier sitzt. Zu meiner Linken sitzt Nadia Samur. Nadia Samur ist Rechtsanwältin, Strafverteidigerin hier in Berlin, und sie ist die Anwältin, die die Anzeige heute einreicht. Zu meiner Rechten sitzt Nora Rajab. Nora ist Aktivistin. Sie ist hier, weil sie für die Bewegung spricht und auch Angehörige vor Ort in Gaza hat und dazu was sagen wird. Außerdem ist sie Erstatterin der Anzeige, die Frau Samur einreichen wird. Vorab ein kurzer Überblick. Ich werde jetzt eine kurze Einführung geben. Danach erfahren wir Details über die Strafanzeige von Rechtsanwältin Samur. Danach wird Nora Rajab weiteres sagen aus der Perspektive einer Aktivistin und einer Person, die Angehörige in Gaza hat. Und anschließend gibt es, wie gesagt, die englische Zusammenfassung. Ich will mich zu Beginn kurz halten. Ich will nur kurz erklären, wie es dazu kam, dass die Strafanzeige heute eingereicht wird. Wir haben seit dem 7. Oktober 2023 beispiellose Repression gegen pro-palästinensische Stimmen erlebt. Und währenddessen passiert in Gaza Unaussprechliches. Aus unserer Sicht passiert ein Genozid in Gaza. Und was wir hier in der Bundesrepublik gesehen haben, hat uns schockiert. Wir haben gesehen, wie pro-palästinensische Stimmen mundtot gemacht wurden durch Versammlungsverbote, durch Kündigungen des Arbeitsverhältnisses, durch Strafverfahren, durch migrationsrechtliche Maßnahmen wie Ausweisungen oder die Nichtverlängerung von Aufenthaltstiteln. Und während das innenpolitisch passiert, unterstützt die deutsche Regierung ganz maßgeblich das Vorgehen des israelischen Staates in Gaza. Und diese Diskrepanz war für uns als Juristinnen und Juristen nur schwer auszuhalten, weil wir in den Gesetzen gelesen haben, was die Regierung eigentlich tun müsste. Und das, was wir in der Realität vorfanden, war etwas sehr anderes. Und dann kam das Urteil oder der Beschluss des Internationalen Gerichtshofs vom 26. Januar 2024 in dem von Südafrika angestrengten Verfahren. Und da stand es dann plötzlich schwarz auf weiß von der höchsten Instanz internationalen Rechts. Ja, es ist plausibel, dass das, was in Gaza passiert, ein Genozid ist. Und wir haben gesehen, dass auch in anderen Ländern rechtliche Schritte eingeleitet wurden. Wir haben gesehen, dass in den USA das Center for Constitutional Rights eine Klage gemacht hat. Wir haben gesehen, dass in den Niederlanden mit rechtlichen Schritten weitere Waffenlieferungen an Israel verhindert werden. Und wir haben gesehen, dass überall in der öffentlichen Debatte, in den anderen EU-Ländern, aber auch weltweit, die militärische Kooperation mit Israel in Frage gestellt wurde. Und uns war es ein Anliegen, auch hier in Deutschland,
auf die Mitverantwortung der deutschen Regierung für den Genozid aufmerksam zu machen. Und wir haben uns als Gruppe solidarischer Anwältinnen und auch mit der Unterstützung von Akademikerinnen und Akademikern dazu entschieden, die heute vorgestellte Strafanzeige zu stellen. Das ist ein Schritt, ein juristischer Schritt, und es wird ganz sicher auch hierzulande nicht der letzte juristische Schritt sein, um die Kooperation, um die Mitverantwortung Deutschlands an dem, was in Gaza passiert, juristisch anzugreifen. Und wir glauben nicht, dass das reicht, was wir hier heute vorstellen. Wir sind der Überzeugung, dass es ganz viel braucht, juristisch, politisch, zivilgesellschaftlich und künstlerisch, um gegen die jetzigen Zustände und gegen das jetzige Geschehen in Gaza und die Mitverantwortung Deutschlands und anderer westlicher Länder vorzugehen. Deswegen ist diese Pressekonferenz nicht nur die Vorstellung der Strafanzeige, sondern auch ein Aufruf, es gleich zu tun, sich dafür zu engagieren, dass die deutsche Unterstützung für den Genozid in Gaza aufhört. Und damit darf ich übergeben an Nadia Samour, die die Strafanzeige juristisch vorstellen wird. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung und für das Erscheinen. Wie mein Kollege schon richtig gesagt hat, ist die vorliegende Strafanzeige vor dem Hintergrund zu verstehen, was zurzeit in Gaza und auch seit dem 7. Oktober dort passiert. Wir nennen das juristisch die Haupttat und sehen hier aufgrund der IGH-Entscheidung vom 26. Januar 2024 das Vorliegen eines Genozids bzw. den Anfangsverdacht. Den Anfangsverdacht, der die Generalbundesanwaltschaft dazu zwingen muss, die Ermittlungen hier einzuleiten. Wir sehen auch, und das ist juristisch auch ganz wichtig, die Beihilfehandlung zu dieser Haupttat, und zwar der Mitglieder des Bundessicherheitsrates, die für die Genehmigungen der Waffenlieferungen verantwortlich sind, zuständig sind, und die möchte ich kurz namentlich benennen. Die Mitglieder des Bundessicherheitsrates, die hier wegen Beihilfe zum Völkermord angezeigt worden sind, sind Bundeskanzler Olaf Scholz, die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie der Chef des Bundeskanzleramts Wolfgang Schmidt, der Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius, die Bundesministerin des Inneren für Heimat Nancy Faeser, der Bundesminister der Justiz Marco Buschmann und schließlich die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja Schulze. Wir sehen hier konkret drei Handlungen, Beihilfehandlungen der hier angezeigten Personen, die ich kurz zusammenfassen möchte. Und zwar geht es im Wesentlichen um die Genehmigung der Waffenexporte beziehungsweise geht es um den unterlassenen Widerruf der bereits genehmigten Waffenexporte sowie weiterer militärischer Beihilfehandlungen. Ich erwähne das deswegen, weil wir wissen, dass bereits nach dem 7. Oktober Waffengenehmigungen erteilt worden sind. Diese hätten widerrufen werden müssen, beziehungsweise müssen widerrufen werden, insbesondere nach dem IGH-Urteil, auf das ich gleich noch mal genauer eingehen möchte. Die weitere Beihilfehandlung, die wir hier sehen, ist die politische Unterstützung des Vorgehens Israels. Wir haben hier eine Reihe an Regierungserklärungen, an verschiedenen Zitaten, an verschiedenen Gesten der Unterstützung des Genozids. Wir haben insbesondere die Regierungserklärung von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, der bereits am 12. Oktober in einer Regierungserklärung äußerte, Zitat, in diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem bereits zahlreiche Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass hier ein Genozid in Gaza stattfindet. Auf die Tatbestandsmerkmale im Einzelnen werde ich auch gleich nochmal eingehen.
Wichtig ist auch zu erwähnen, dass derzeit Exportgenehmigungen geprüft werden, und zwar für die sogenannten 120 mm Panzergeschosse. Dies wurde kürzlich unter anderem vom Spiegel so berichtet. Diese Genehmigungen werden derzeit geprüft, und deswegen hoffen wir auch und wir gehen auch davon aus, dass diese Anzeige ein Appell dafür sein muss, dass die anstehenden Genehmigungen nicht erteilt werden. Weitere Beihilfehandlungen sehen wir unter anderem auch in der Aussetzung der Zahlungen an die UNRWA. Die UNRWA ist das größte und das wichtigste UN-Hilfswerk, was vor Ort in Gaza einer hungerleidenden Bevölkerung Unterstützung bietet, einer flüchtenden Bevölkerung Unterstützung bietet, einer Bevölkerung, die gezeichnet ist von Verletzungen, von Verstümmelungen. Es gibt unzählige Waisenkinder. Wir sehen, dass Israel hier den Hunger als Kriegswaffe einsetzt gegen die Zivilbevölkerung in Gaza. Dies hat kürzlich Human Rights Watch so festgestellt mit einem Bericht vom 18. Dezember. Und diese Kriegswaffe, der Einsatz des Hungers, die wird dadurch verschärft, dass Deutschland als einer der größten Geldgeber für die UNRWA die Zahlungen einstellt. Kommen wir kurz zu dem IGH-Urteil, von dem Sie alle sicherlich Kenntnis genommen haben, vom 26. Januar 2024. Dort wird nochmal ganz eindrücklich darauf eingegangen, inwiefern hier sowohl die Tatbestandsmerkmale des Genozids als auch, und das ist der juristische Knackpunkt bei dem Thema, bei der Straftat des Genozids, die genozidale Absicht festgestellt worden ist, beziehungsweise plausible Anhaltspunkte dafür, dass dies eben hier gegen die Palästinenserinnen vorliegt. Ich möchte hier insbesondere auf die im IGH-Urteil zitierte Pressemitteilung eingehen von 37 Expertinnen, SonderberichterstatterInnen und Mitglieder von Arbeitsgruppen der Vereinten Nationen. Diese Pressemitteilung ist bereits am 16. November 2023 veröffentlicht worden. Und hier wird davon berichtet, dass sie eben, Zitat, mit Besorgnis über erkennbar völkermörderische und entmenschlichende Rhetorik von hochrangigen israelischen Regierungsvertretern gesprochen wird. An dieser Stelle möchte ich auch einen Hinweis darauf erteilen, dass derzeit eine andere Kampagne noch stattfindet, die sich nennt Palästina klagt an, die genozidale Sprache auch in Deutschland festgestellt hat und hier Strafanzeigen wegen unter anderem Billigung von Straftaten und so weiter erstattet. Das nur am Rande. Vielleicht übergebe ich jetzt erstmal zunächst, bevor ich auf die weiteren Details der Strafanzeige eingehe, an Nora Rajab, die nochmal darstellen wird, wie sich denn die konkreten Beihilfehandlungen durch die hier angezeigten Personen in Gaza auch tatsächlich auswirkt. Übernehmen das hier mal. So, das war irgendwie da angelehnt. Okay. Ihr seid mein Palästina. Alle meine Erinnerungen verbinde ich mit euch. In eurem Haus, das ihr in unser Zuhause verwandelt habt, wenn wir Palästina besuchten, lebt meine Vergangenheit und Verbundenheit zu diesem Land. Die unzähligen Stunden, die wir auf dem Dach gespielt haben, die wir durch die Dünen getobt sind, die wir auf den Erdbeerfeldern verbracht haben, die süßesten Früchte trugen. Die Wellen des Mittelmeers, erfüllt vom Hauch der Hoffnung auf Freiheit. Der Duft des Essens, der täglich unsere Sinne erfreute. Eure Liebe, die jeden Moment unvergesslich macht. Musa und Jamila, aus tiefstem Herzen wünsche ich, dass ihr in Frieden ruht.
Dies waren die Worte, die ich meinem Onkel und meiner Tante zum Andenken widmete. Am 24. November, am ersten Tage der Feuerpause, wurden beide, sich in den Armen liegend, tot, durchlöchert von 60 Kugeln, im Hof ihres Hauses in Nordgaza gefunden. Nachbarn berichteten, dass sie von israelischen Soldaten erschossen wurden, während sie friedlich das Militär hindern wollten, mit erhobenen Händen das Haus ihres Sohnes nicht zu zerstören. Ihr gewaltsamer Tod, ihre Träume und die der über 29.000 Menschen, die in Gaza von dem israelischen Militär getötet wurden, mahnen uns, die Lebenden, an, zu erinnern, ihre Geschichten zu erzählen und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Die Palästinenserinnen in Gaza werden durch israelische Waffen und Bomben aus der Luft, vom Land und vom Meer aus ermordet. Durch die anhaltende Belagerung durch Israel und die Blockade von Hilfsgütern kommt ein schleichender Tod hinzu, durch Krankheit, Verhungern und Verdursten. In den vergangenen 130 Tagen hat Israel den Gazastreifen einer der schwersten Bombardierungen der modernen Kriegsgeschichte ausgesetzt. 70% der Gebäude und mehr wurden zerstört. Diese Gebäude waren Symbole der Geschichte, der politischen Ereignisse und des kulturellen Erbes. Vor allem waren sie Orte der Heimat und Erinnerung. Wie sollen Menschen angesichts der hinterlassenen Zerstörung, wie sollen die 1,9 Millionen Menschen in ihre Häuser zurückkehren? Dies wurde für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, unmöglich gemacht. Jeden Tag nimmt der unwiederbringliche Verlust von Leben, Eigentum, Würde und Menschlichkeit für die palästinensische Bevölkerung zu. Mit der Doktrin der deutschen Staatsräson begeht die deutsche Regierung das Verbrechen der Mittäterschaft am Genozid in Gaza. Im Jahr 2023 haben sich die deutschen Rüstungsexporte nach Israel verzehnfacht. Bis einschließlich 2. November erlaubte die Regierung Ausfuhren im Wert von 303 Millionen Euro. Führende deutsche Politikerinnen wie Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock haben auch nach Tausenden von Toten in Gaza Israel ihre unerschütterliche Solidarität zugesichert. Tatsächlich hat Deutschland eine besondere Verantwortung aufgrund der gewaltsamen Geschichte. Nur zieht die Bundesregierung die falschen Lehren. Ein Land, das für zwei Völkermorde verantwortlich ist, muss jeden ernsten Vorwurf der Völkermordabsicht mit großer Ernsthaftigkeit zur Kenntnis nehmen, prüfen und alles Mögliche tun, um die Verbrechen des Genozids zu verhindern und zu bestrafen. Stattdessen werden wir, die in Deutschland auf die Straße gehen, um sich für die Rechte von Palästinenserinnen und ein Ende des Genozids einzusetzen, zensiert, verfolgt und Drohungen ausgesetzt. Unsere Proteste werden verboten, wir werden verhaftet, verlieren unsere Jobs und sind von Abschiebung bedroht. Wir Palästinenserinnen in der Diaspora werden nicht tatenlos zusehen, wie ein Genozid an unserem Volk und an unseren Familien begangen wird. Auch heute setzen wir unseren Kampf für Gerechtigkeit fort. Wir Palästinenserinnen kämpfen für ein Leben in Gerechtigkeit und Würde, für unser Recht auf Selbstbestimmung. Wir sind davon überzeugt, dass unsere kollektive Kraft und öffentliche Aufmerksamkeit in Verbindung mit rechtlichen Schritten dazu beiträgt, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und Gerechtigkeit verteidigt wird. Wir nutzen alle Mittel, von den Protesten auf der Straße bis zum Klagen an den Strafgerichtshof oder an den Strafgerichten. Wir fordern ein Ende der Unterstützung der deutschen Regierung für israelische Kriegsverbrechen in Palästina. Und heute werden wir die deutsche Regierung für ihre Mitschuld am Völkermord in Gaza zur Verantwortung ziehen.
Dann vielen Dank für die beiden Beiträge. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und dann wären wir bei der deutschen Fragerunde. Erstmal, bevor wir eine englische Zusammenfassung machen, dann noch englische Fragen nehmen. Gibt es Fragen auf Deutsch? Wie sehen denn die Erfolgschancen für die Klage? Ja, okay. Mein Name ist Yasser Moelik, ich arbeite für Al-Arabi TV hier in Berlin. Wie sehen dann die Erfolgschancen für diese Klage? Vor allem, weil diese Klage richtet sich an das größte Echelon der deutschen Regierung und auch im Deutschen Bundestag, denn der Sicherheitsrat besteht auch aus Parlamentarier aller Fraktionen mittlerweile. Und da sind auch große Entscheidungsträger dabei. Wie sehen dann die Erfolgschancen aus Ihrer Sicht? Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich erläutere gerne kurz das prozessuale Vorgehen. Es ist eine Strafanzeige erstattet beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Nach dem Legalitätsprinzip, normiert in § 152 der Strafprozessordnung, ist es so, dass bei Anhaltspunkten, die für eine Straftat sprechen könnten, eben die Pflicht besteht, Ermittlungen aufzunehmen. Und wir sehen das so, dass spätestens nach der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs hier Anhaltspunkte für einen Genozid und auch für eine Beihilfe zum Genozid vorliegen. Natürlich ist es so, und das können wir hier nicht leugnen, wird es auch eine politische Entscheidung sein. Wir sind aber als Juristinnen und Juristen davon überzeugt, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufnehmen muss. Und wenn er dies nicht tut, beziehungsweise wenn er die Ermittlungen einstellt, dann wird er sich dazu zu erklären haben, wie es sein kann, dass Deutschland sich auch seinen völkerrechtlichen Pflichten, den Internationalen Gerichtshof ja zu unterstützen und auch die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs zu würdigen und anzuerkennen, wie es sein kann, dass er sich dazu in Widerspruch stellt. Es ist auch richtig, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht über die Frage der Immunität, falls Sie das auch damit ansprechen wollen, dass wir hier eben auch Mitglieder des Bundestages ja anzeigen, die von dem, was wir natürlich alle wissen, durch Immunität geschützt sind. Wir sind aber der Überzeugung, wenn wir hier von Völkermord sprechen, dann darf die Immunität einer strafrechtlichen Ermittlung nicht im Wege stehen. Ich möchte dazu aus der Völkermordkonvention, die Deutschland auch ratifiziert hat, kurz zitieren. Und zwar ist es so, dass nach Artikel 4 der Völkermordkonvention, Zitat, Personen, die Völkermord oder eine der sonstigen in Artikel 3 aufgeführten Handlungen begehen, zu bestrafen sind, gleich viel, ob sie regierende Personen, öffentliche Beamte oder private Einzelpersonen sind. Im Völkerstrafrecht gehen wir davon aus, dass Völkermord das Verbrechen aller Verbrechen ist. Es ist jus cogens und es bedeutet, dass es in jeder Hinsicht zu ahnden ist und nicht nur im Nachhinein, sondern auch im Vorhinein zu verhindern ist. Gibt es noch weitere Fragen? Ja? Ja, meine erste Frage ist, wurde die Strafanzeige schon gestellt oder noch nicht? Ja. Zweite Frage. Sie können es auch geben. Ja, nochmal wiederholen. Okay, mache ich gerne. Dankeschön. Also, wurde die Strafanzeige schon gestellt oder wann wird sie gestellt? Heute oder nächste Woche? Zweite Frage, wie lange wird es dauern, bis die Staatsanwaltschaft da tätig wird? Beziehungsweise, was erwarten Sie da? Und eine dritte Frage, würden Sie auch Strafanzeige gegen Rüstungsfirmen stellen wollen? Die Anzeige ist erstattet. Wie lange die Ermittlungen dauern? Also es ist so, man sagt, die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Vorverfahrens. Also die Staatsanwaltschaft hat es in der Hand, die Generalbundesanwaltschaft in diesem Falle, hat es in der Hand, Ermittlungen zu führen und die auch möglichst zügig und effektiv zu führen. Grundsätzlich ist es so, dass Anzeigenerstatter oder auch Verletzte einer Straftat nicht unbedingt einen Einfluss darauf haben, wie lange die Ermittlungen zu führen sind. Inzwischen gibt es da aber auch Regelungen, wonach keine Verzögerungen
eintreten dürfen, die man hätte verhindern können als aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Und man hat da das Instrument einer sogenannten Verzögerungsrüge. Das behalten wir uns selbstverständlich vor. Wir haben aber die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass sich die Generalbundesanwaltschaft Zeit lässt. Das ist extrem unglücklich, weil wir feststellen müssen, dass der Genozid gerade jetzt live vor unseren Augen passiert. Das ist nichts, was in der Vergangenheit mal stattgefunden hat. Das ist nichts, wo man eventuell Beweisprobleme haben könnte. Im Gegenteil, wir haben enorm viele Berichte, UN-Berichte. Wir haben, wie gesagt, das IGH-Urteil. Wir haben Medienberichte und vieles mehr, die uns erleichtern und die auch der Generalbundesanwaltschaft erleichtern müssen, hier Beweise zu sichern und zu prüfen und eben in die Ermittlungen einzustellen. Insofern gehe ich davon aus, ich hoffe im Ergebnis, muss man sagen, ich hoffe, dass hier die Ermittlungen zügig vorangehen. Vielleicht noch ergänzend zu der dritten Frage mit den Rüstungsfirmen. Uns ist natürlich klar, dass die Personen, die wir heute anzeigen, sind diejenigen, die genehmigen, sind nicht diejenigen, die produzieren und die beantragen, dass genehmigt wird. Und auch diese Leute sollen sich nicht sicher fühlen. Auch die sind Recht und Gesetz unterworfen. Und natürlich gibt es viele Menschen, Juristinnen und Juristen, die sich gerade damit beschäftigen, wie auch diese Leute zur Verantwortung gezogen werden können. Zum einen strafrechtlich. Aber natürlich muss man auch Schritte überlegen, wie man es schaffen kann, diese Waffenexporte zu stoppen, juristisch, so wie das in anderen Ländern auch schon gelungen ist. Noch Fragen? Ja? Hallo, Hanno Hauenstein. Ich bin ganz kurz anschließend an den Vorvorredner. Wenn die, also Generalbundesanwaltschaft, ist die eine Frage, wenn sie denn beschließen sollte, dass die Beihilfe zum Völkermord tatsächlich statt hat, dass das stimmt, was würde passieren, ist die eine Frage. Und die andere Frage ist ein bisschen quasi, wenn man so ein Zoom-out machen würde, der OGH hat ja meinem Verständnis nach noch nicht geurteilt, dass was Israel in Palästina, sprich Gaza, macht, ein Völkermord darstellt, sondern dass sozusagen was passiert, die unter die Jurisdiktion der Genozidkonvention fällt. Also es ist ja noch nicht, insofern ist das nicht eigentlich ein einfacher easy way out? Also glauben Sie tatsächlich, dass die Generalbundesanwaltschaft auf diese Klage eingehen wird, solange das noch nicht vom OGH in der Art und Weise beschlossen ist? So, die zweite Frage. Ja. Wir haben hier, das stimmt, wir haben ein Eilverfahren vor dem IGH, Südafrika gegen Israel, und wir haben die vorläufige Entscheidung dafür, die aber sagt, dass es plausibel erscheint, dass hier ein Völkermord zum Nachteil der Palästinenserinnen und Palästinenser stattfindet. Auf derselben Ebene sagen wir aus strafrechtlicher Sicht, dass hier ein Anfangsverdacht vorliegt. Ob später eine Anklage zu erheben ist oder sogar ein Urteil zu sprechen ist. Wir reden ja im Grunde genommen auch von der Unschuldsvermutung, wenn wir über Strafrecht sprechen. Wir wissen es nicht. Wir finden es aber extrem wichtig, dass Ermittlungen angestellt werden, auch vor dem Hintergrund, dass in mancherlei Hinsicht bestimmte Informationen über die Rüstungsexporte geheim gehalten werden. Und insofern ist es wichtig, dass hier im Zuge der Ermittlungen diese Teile, die letztlich im Schatten des Genehmigungsverfahrens liegen, öffentlich gemacht werden. Das erhoffen wir uns also auch. Wie gesagt, das Verfahren wird zunächst so laufen, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufnimmt, und im normalen strafrechtlichen Prozess würde das dann so aussehen, dass dann die Beschuldigten, die wir hier namentlich benannt haben, aber auch darüber hinaus, solche, die wir nicht namentlich benannt haben, weil wir das nicht wissen, weil wir das nicht können, weil bestimmte Namen uns nicht bekannt sind, dass hier eben im Rahmen der Ermittlungsbefugnisse, und wir nennen das auch die von Amts wegen sozusagen die Pflichten, hier Ermittlungen anzustellen, das würde dann im Ergebnis darauf hinauslaufen, dass diese Beschuldigten angehört werden müssen, dass sie sich dazu äußern können, inwiefern sie sich zu diesem Vorwurf, der ja erstmal nur ein Vorwurf ist, im rechtlichen Sinne positionieren, und dann
Ja, richtig. Die rechtliche Würdigung nimmt dann der Generalbundesanwalt vor. Vielleicht dazu ganz kurz ergänzend. Es wäre absolut nicht ungewöhnlich, wenn man sagt, man schaut sich diesen Vorgang mal an. Man prüft einfach mal, was läuft da so. Das wird nämlich bei anderen Situationen auch gemacht. Und das beste Beispiel hierfür ist der Krieg in der Ukraine, wo es sofort ein Strukturermittlungsverfahren gab, wo deutsche Ermittlerinnen und Ermittler auch in die Ukraine fahren und dort schon mit potenziellen Zeuginnen und Zeugen wegen etwaigen Kriegsverbrechen des russischen Militärs sprechen. Und das, denke ich, muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass was wir hier fordern, absolut nichts Außergewöhnliches ist, sondern wir fordern einfach, dass das geltende Recht auch auf den Sachverhalt in Gaza angewandt wird. Ich hätte da noch eine technische Frage ganz schnell. Wie viele Familien oder wie viele Angehörige haben die Strafanzeige gestattet? Mhm. Wer ist dahin? Ja. Also Frau Rajab hat die Anzeige erstattet und wir nutzen natürlich auch jetzt die Öffentlichkeit dafür zu sagen, Menschen, Palästinenserinnen, Deutsch-Palästinenserinnen, die in Deutschland leben, sind natürlich willkommen, sich dieser Anzeige anzuschließen, sofern es darum geht, dass Familienangehörige oder andere Rechtsgutverletzungen, wie wir juristisch sagen, in Gaza zu ihren Lasten stattfinden. Ja, Karim Natur von der Jungen Welt. Ich habe eine Frage. Es gab ja einmal den Fall der deutsch-palästinensischen Familie aus Dortmund, wo der Generalbundesanwalt dann auch bekannt gegeben hat, dass keine Ermittlungen eingeleitet werden, weil irgendwie der Anfangsverdacht nicht gegeben sei, aufgrund der Tatsache, dass nicht klar ist, ob das Haus, wo die Familie dann gestorben ist, überhaupt ein nicht militärisches Ziel gewesen sei. Und sozusagen in einem Fall, der so spezifisch ist, hat der Generalbundesanwalt gesagt, nein, es gibt keine Anzeichen, die zu Vorermittlungen und sozusagen zwingen. Und jetzt ist ja Ihre Strafanzeige, wie ich das verstehe, noch mal genereller. Es geht jetzt um die Beihilfe zum Genozid. Inwieweit ist das irgendwie ein Problem oder die Kopplung zwischen jetzt dem einzelnen Fall einer Familie und der generellen Tatbestand der Beihilfe zum Genozid? Ja. Also im Strafrecht ist es ja so, dass die Ermittlungsbehörden jeden Fall einzeln prüfen müssen. Und nun ist es so, dass weder Frau Samur noch ich diesen Fall vertreten. Uns ist aber dieses Problem bekannt natürlich, was da gesagt wurde. Und es gab ja daraufhin auch deutliche Gegenstimmen. Und nur weil das einmal runtergestuft wurde, weil die Ermittlungen laufen ja weiter in diesem Fall, sie sind eben nur nicht mehr auf der Ebene, wo sie eigentlich hingehören, nämlich beim Generalbundesanwalt. Das heißt nicht, dass sie da nicht wieder hinkommen. Und jeder Fall muss einzeln geprüft werden. Und was wir ja hier sagen, wir benennen ja deutsche Amtsträgerinnen und Amtsträger, wo wir Handlungen benennen, nämlich die drei Handlungen, die aufgezählt wurden, Waffenexporte, politische, diplomatische Unterstützung und Aussetzung der Finanzierung von UNRWA, die Beihilfehandlungen zum Genozid darstellen können. Und das ist es jetzt, was geprüft werden muss. Und darauf muss uns der Generalbundesanwalt antworten. Aber natürlich sehen wir das Problem und da sehen wir auch den doppelten Standard in der Behandlung von Fällen, die sich in Gaza abspielen, im Vergleich zu Fällen, die anderswo in der Welt stattfinden. Ich könnte man da noch kurz anmerken, wenn das Argument gewesen ist, dass hier die Ermittlungen in Anführungsstrichen runtergestuft worden sind zu einer normalen lokalen Staatsanwaltschaft in Deutschland, wenn das Argument da war, dass hier Kriegsverbrechen eventuell nicht in Frage kämen, weil eventuell das Haus seinen zivilen Schutz verloren hat und zu einem militärischen Ziel werden durfte, dann ist hier der qualitative Unterschied, dass wir bei Kriegsverbrechen tatsächlich diese unter anderem Proportionalitätsprüfung und dergleichen vornehmen müssen, während aber beim Vorwurf des Genozids keine Abwägung stattfindet. Hier geht es nur darum, hier geht es darum, die Tatbestandsmerkmale des Paragraph 6 Völkerstrafgesetzbuch zu prüfen und die Hürde
beim Völkermord, beim Genozid, ist eigentlich der Intent, die Völkermordabsicht. Und das ist das, woran viele Verfahren zu knabbern haben, wo die Hürde, die muss man erstmal nehmen, und wenn die aber genommen ist, dann findet keine Abwägung mehr, wie beispielsweise bei Kriegsverbrechen statt. Zum Thema Völkermordabsicht, das betrifft die Haupttat, wie wir das juristisch nennen, also das, was wir sehen, was das israelische Militär in Gaza macht. Und da hat der IGH auch klare Worte für gefunden. In dem IGH-Urteil wurde für plausibel erachtet, dass hier eben diese Völkermordabsicht besteht, und hat dafür verschiedene Zitate von israelischen Regierungsvertretern, Ministern, den Präsidenten Israels angeführt. Ich denke, uns allen ist in Erinnerung geblieben, dieses wirklich entmenschlichende Zitat von Yoav Gallant, dass man es hier mit menschlichen Tieren zu tun habe in Gaza. Und so klare völkermörderische Formulierungen hat man in anderen Fällen kaum. Da versucht man dann meistens ja lange nach ähnlichen Aussagen, oder die zum Beispiel diese Absicht untermauern könnten. Und hier haben wir das ganz offen so ausformuliert. Gibt es jetzt noch Fragen auf Deutsch? Ansonsten würden wir zu der kurzen englischen Zusammenfassung kommen und dann zum Teil für englische Fragen. Ja? Mhm. Yeah. Okay, so we will try to keep this short. This is an English summary now of the criminal complaint that was drafted, that was filed today against members of the so-called Bundessicherheitsrat, the Federal Security Council. We see that their practice of giving permission to exports, weapons exports to Israel, is a form of aiding and abetting genocide. We see that the ICJ judgment has given us the reason to believe that there's reasonable doubt, there are reasons to believe that there is a genocide committed against the Palestinians in Gaza. And we see that the members of the Federal Security Council, through their practice of giving permission for the arms trade, for their political and diplomatic support of Israel, and through the practice of stopping the support, financial support for the UNRWA, is what we see aiding and abetting to this genocide happening in Gaza. We believe that the as I mentioned, the ICJ has the ICJ judgment from the 26th of January has allows us to believe that there is a genocide in Gaza. We believe also that the arms exports since October, and also those who are being discussed right now, is a form of aiding and abetting, and we hope and we see and we also demand that those exports that are being discussed right now by the government have to be stopped, and we hope that this criminal complaint is a call that underlines this demand. We speak in the name of lawyers' networks in solidarity with those in Gaza, and also we speak in the name of Palestinians, German Palestinians living in Germany, who are affected by what is happening in Gaza too, with their family members there. And this is where I would refer to Noura Rajab. I'm speaking here because I think it's important for us to hold the German government accountable for the complicity in the genocide in Gaza. I lost family members in Gaza in November 2023. They were executed by the military while they were kind of defending their homes.
And I believe it's important that we seek a form of justice, especially nobody is above the law, not Germany and not Israel. And I believe in the mechanisms to seek justice, but also to remember our family members, to remember the losses in Gaza and tell their stories and fight for their justice. While I see a special responsibility of the German government due to its history to actually prevent any genocide in the world being unfolded, we see in contrary actually that we in Germany, when we go on the streets, our protests are banned, we are facing harsh repression, we are facing censorship, and we are facing threats to our jobs and to threats of deportation. So while we see the government actually should have a special responsibility in preventing any form of genocide, we actually see that more and more our rights are here restricted. And this is why we think as Palestinian diaspora in Germany that we can't stand by and watch the genocide happening in Gaza, but we want to fight for justice of our beloved ones and also hold the German government accountability for its actions. Thank you. And now there would be space for English questions for those who wanted to ask in English. Go ahead. What do you hope the impact will be? Like, what do you hope the immediate impact of bringing this case will be? So for us, I don't know. We have family. We see the news every day. We listen to their messages. So we don't have much choice, no? We can either go crazy or take measures that we can take. So we go to the streets, we take to the streets, but we think also that it's important to kind of break the silence, the cycle of how do you input, how is it called? Impunity. And for me, the first, and I think for many other Palestinians, the first thing what is needed is that the violence stops. And this is really immediate. And I really hope that this creates pressure also to the German government, who never spoke out for a ceasefire in Palestine, who never actually put pressure also on the Israeli government to stop the violence. So for me, the very first hope is that we can end the violence, but also to seek justice in a way and accountability. So I think also we need investigations of which crime have been committed, and Nadia was talking about it in her German presentation, that we hope through these procedures that there will be investigation also proving kind of evidence of which weapons are being delivered, how Germany is really also engaged in the genocidal acts. So for us, it's seeking justice, but also putting pressure to stop the violence and to also get kind of evidence and evidence of the actions committed by Germany. Are there more questions in English? Okay. If not, then this would be the end of the press conference. I will switch back to German now. Damit wären wir am Ende der Pressekonferenz angelangt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie Fragen gestellt haben. Vielen Dank, dass Sie darüber berichten werden. Wir werden Sie natürlich als Anwältinnen, Anwälte und die benannten Organisationen auf dem Laufenden halten. Und ich bin mir relativ sicher, dass es in den nächsten Wochen auch noch andere rechtliche Schritte gibt, über die es sich zu berichten lohnt. Und damit vielen Dank und auf Wiedersehen.